Da fällt mir ein, wir wollten ja eigentlich mit Terra, Schrägstrich mit Ventus in Disney Town nochmal durchschauen. Hallo Mimik. Weil da gab es ja so eine Stelle, wo man Blitzzauber brauchte und das sollte ich ja mittlerweile ein bisschen mehr haben. Muss ich, wenn ich dran denke, nochmal schauen gehen. Ich glaube, ich habe das noch nie wirklich gemacht, weil ich da nie dran gedacht habe. So! Okay, ich habe irgendwie mit mehr Effekt gehofft, aber okay. Mehr Effekt gerechnet. Mit mehr Effekt gehofft. Auch ein toller Satz. So, will mir einer von euch noch so ein Sternchen geben? Ich werde ihm sehr verbunden. Und Schuss! Nicht? Nein? Okay. Dann gehen wir jetzt nochmal da hoch, weil ich natürlich in meiner unendlichen Intelligenz darunter gestolpert bin. Hallo Mimi. Sag jetzt einfach Mimi für Mimikry. Der ist es nicht wert, dass ich so viel Zeit für den verschwende. Die Zeit, um den ganzen Namen auszusprechen. So! Wir haben auf jeden Fall Barriere. Vita auf Stufe 3. Wieso Barriere? Vita auf Stufe 3. Schon mal gut, aber ich glaube, wir haben nicht wirklich Fähigkeiten zum Nach. Besetzen, weil ich da vorhin keinen Mogri auch gefunden habe. Okay, wir sind das von Lenin raus. Ist da oben irgendwas? Nee, hier war ja nichts, oder? Nee, höchstens da mittendrin, aber da komme ich. Da komme ich, glaube ich, hoch, wenn ich da unten Feuer reinmache. Ah ja, stimmt doch, wir haben was zum Nachsetzen, nämlich Feuer. Leider nur das. Außer wir können wieder irgendwas fusionieren. Ja, können wir. Was, Blitz mit Vita? Will ich das? Ach komm. Ist doch egal. Das kriegt man später eh zuhauf. Beziehungsweise kann man mir kaufen ohne Ende. Haben wir ein bisschen Elementarschaden. Haben wir eine bessere Heilung. Passt auch. Ich werde eigentlich hauptsächlich nur irgendwelche neuen Fähigkeiten nachsetzen, damit ich neue Fähigkeiten dazu bekomme. Aber ich habe leider nicht so viele. So, wir haben jetzt das Feuer. Damit kann ich theoretisch da in die Mitte hoch. Wenn ich richtig liege. Genauso. Da haben wir jetzt wieder ein bisschen was zum Spielen. Irgendwie hat mir das jetzt nicht gefallen, dass ich jetzt meinen Blitzzauber sozusagen verschwendet habe, um Vita-Zauber aufzubessern. Weil irgendwie macht das normalerweise nicht. Das hat sich gerade nichts anderes angeboten. Nur weil da vorhin kein Mogri war. Es tut mir leid, Blitzzauber. Es tut mir leid. So, auf zur Hexe. Schrägstrich Königin. Something's not right. Haben wir jetzt wieder reingezogen? Ach komm, das wird doch auch nicht mehr besser. Immer der gleiche Mist. Ich hoffe mal, ich muss jetzt nicht den gleichen Bosskampf nochmal machen. Oh doch, wir müssen den gleichen Kampf nochmal machen. Toll. Welch Kreativitätsspiel. Danke. Ich hätte es jetzt gar nicht mehr sagen können, dass man den Kampf nochmal machen muss. Ah, das Spiel überrascht mich eben immer wieder. Friss Seifenblasen! Du Mistkerl!
Jetzt taucht er wieder ab. Kann auch einfach hier stehen bleiben und alles blocken, oder? Ich glaube, das ist nicht der Sinn der Sache. Ist da irgendwo das Original zu sehen, die? So ein nerviger Kampf irgendwie. Muss jetzt die Textur erst nachladen, nachdem man näher rangekommen ist. Wow, da ist er! Grenzen im Mistsack! Kannst du mir mal hier, Freundchen? Komm, Eistower! Und Feuer! Und Fesselschlag und Abschussangriff, alles drauf! Kannst du mir mal, Freundchen? Haha, wie es einfach nicht getroffen hat. Ich rolle einfach durch. So ein Vollidiot. Oh, schön getroffen. Na, natürlich hat es nicht ganz gereicht. Eigentlich kann ich ganz normal laufen. Macht eh keinen Unterschied. Können wir mal heilen zwischendurch. War vielleicht eine dumme Idee. Weil ich noch nicht die Fähigkeit habe, dass ich unverwundbar bin während dem Heilen. Au! Wow! Okay, das ist ein bisschen unpraktisch. Weil die Attacke immer so viel... Wupp! Schaden macht. Wo ist denn das Grinsegesicht? Und Eis! Okay. Hat kurz überlegt, mich zu heilen, aber dann hat er so wenig Leben. Alter, schon wieder Deckgröße gestiegen? Zweite Welt vorbei? Zweites Mal Deckgröße gestiegen. Es geht schnell hier. Oder? Oder kommen wir das nur so vor? Kommt mir ein bisschen schnell vor. The Queen is gone, my service done. Adieu. Oh, victorious one. Oh, war das jetzt eine Prüfung? Ganz toll. War ich würdig, lieber Spiegel? War ich würdig? Achtung, Nekrophilie-Alarm. Der Mann, der Leichen küsst. Wenn man so ein bisschen als ältere Person sieht, dann hat das schon ein bisschen einen gruseligen Fetisch, das Ganze. Princess! Ich meine, da kann man jetzt drüber diskutieren, ob sie wirklich tot war, aber so ein bisschen Nekrophil ist das schon. That's so sweet. It's just like a miracle. Schön, schön. Ventus, why won't you wake up? Mm-mm.
You're awake! Ventus! Oh, it's a miracle! Terra! Master Ericus! Ventus is awake! Gibt's auch eine Vorgeschichte dazu? Weil es kann ja eigentlich nicht sein, nachdem er gekommen ist, weil da war er ja schon wach. Alles so ein bisschen verzwickt hier. Nochmal jedem auf die Glatze. Ich glaube, da hat sich einer vorgedrängelt. Da war einer schon mal. Ach, guck mal, Gandhi. Ach, schön. Every waking is a new journey. Maybe Vent left because it was his time. Oder weil er irgendwie dazu gebracht wurde. Egal. So, Schneewittchen können wir als D-Link herstellen und ein Schlüsselschwert mit ausgeglichener Attacke und Magiewerten, aber geringer Reichweite. Unser Schatzsucher. Sehr schön. Passt zeitig perfekt. Haben wir die Welt auch geschafft. Bleiben wir jetzt von den ersten drei Welten. Oh, Schätze, 94%. Nur einen übersehen. 87% und hier 0%. Wow. So, da waren wir glaube ich noch gar nicht, oder? Habe ich da schon mal reingeschaut? Ich weiß nicht. Wenn ich dann denke, gehe ich da am Ende, wenn ich mit allem durch bin, nochmal kurz rein, aber jetzt nicht. So, dann schauen wir uns beim nächsten Mal das Verwunschene Reich an. Wir schauen nochmal kurz ins Menü, weil wir jetzt ein neues Schwert haben zum Beispiel. Das sogar ein bisschen stärker ist, sehr schön. Kommandos haben wir auf jeden Fall einen neuen Slot und Magnet. Und noch irgendwas Neues? Nee. Okay, warte, pack mal den ganz runter wieder, die zwei zusammen. Okay, Fertigkeiten haben wir das Gewitter noch, das wir vorhin bekommen haben. Da machen wir einfach mehr Blitzschaden. Und die links haben wir das Schneewittchen. Ansonsten ist, glaube ich, alles gleich. Wir können mal kurz hier reinschauen, aber das sieht man jetzt, glaube ich, von den Berichten her nichts, oder? Können wir die Berichte hier überhaupt anschauen? Die einzelnen Berichte, oder habe ich hier einfach noch keinen? Kann natürlich auch sein. Die ganzen Charaktere, die es hier gibt. Können wir vielleicht am Ende noch irgendwie durchschauen. Aber fürs Erste... Was, Spielhilfen? Achso. Wow, wichtig. Fürs Erste passt das mal. So, dann würde ich sagen, danke fürs Zusehen. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Von Kingdom Hearts Birth by Sleep. Mit Birth by Sleep. Die Geburt eines Ärmels. Jetzt im Kino. Okay, bis dann, Leute. Ciao.